Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Headshot. Der ist uns zur Verfügung gestellt worden vom Bosporus Shisha Store. Die bringen jetzt ihre Line raus, nämlich den Headshot Tobacco. Und der kommt ready to smoke, nicht eingefärbt. Erstmal vorneweg was. Der kommt in normalen Dosen, 200 Gramm, soll um die 15 Euro kosten, steht noch nicht ganz fest. In den nächsten Wochen wird er released sein. Jetzt haben wir erstmal die Review, ein paar Proben gekriegt, um ihn euch vorzustellen. Da sind wir jetzt zum Glück dabei. Und wir haben heute hier den Double Kill, einen Zweifach-Apfel. Und der soll halt in Richtung Doppelapfel gehen, so ein bisschen Alfaka-mäßig. Ja, noch eben kurz zum Headshot-Tabak. Es werden alle 2-3 Monate eine Special gemacht. Wir versuchen gerade ziemlich was aufzuziehen. Also uns gefällt das ganze Konzept sehr gut. Und erstmal der Schnitt. Der Schnitt ist mittel, würde ich sagen. Es sind ein paar feine Sachen mit dabei. Wenig Äste bis gar keine Äste. Also wirklich ganz, ganz wenig. Kopfvorbild ist oben eingeblendet, wo ihr den Schnitt auch noch sehen könnt. Das sieht alles sehr gut aus. Ist nicht eingefärbt, der Tabak. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Von der Energie. Schon mal eine Nummer. Was sagst du mir? Der Geruch. Ja, der Geruch ist wirklich schön. So ein wirklich guter Doppelapfel-Tabak, würde ich sagen. Der hat so, wenn man so zwei Äpfel hat, das nimmt und beide ist sauren und süßen, würde ich sagen. Oder? Genau, das passt sehr gut. Gepaart mit einer schönen Anisnote, die aber nicht aufdringlich ist. Nee, die ist ganz, ganz wenig und die soll auch ganz wenig im Unterton nur mitschwingen, diese Anisnote. Genau, also. Die soll jetzt nicht irgendwie übermäßig dominieren. Der Anus haut dir nicht in die Fresse rein. Genau. Ja. Dann zum Geschmack. Zum Geschmack kommen wir mal eben kurz. Man kann sofort erkennen, dass Doppelapfel sein soll. Die Anisnote ist hier etwas stärker ausgeprägt als im Geruch. Man hat hier auf jeden Fall sehr, sehr vollmundigen Geschmack, würde ich sagen, der aber jetzt nicht komplett intensiv ist, dass der so am Anschlag ist zum Erträglichen, sondern wirklich sehr, sehr leicht weggeht. Aber ihr habt trotzdem jetzt beim Reden immer noch so eine leichte Lakritznote auf der Zunge. Ja, und ein bisschen diesen Apfelton. Ja, diesen Apfelton auch. So, die Säure vom Apfel, die kommt wirklich gut rüber. Ja, wenn man im Mund hat, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat gerade so einen Apfel im Mund gegessen und dann hat man ja immer noch so einen leichten Geschmack vom Apfel im Mund. Genau, so diese Säure legt sich auf die Zungenspitze ab. So. Das ist ganz, ganz leicht da. Sonst halt wirklich schön süß. Wo ich sagen muss, dass das null ins Herbe reingeht, sondern wirklich nur ein komplett süßer Tabak ist. Ja, der drückt nicht, der kratzt nicht. Der geht wirklich locker von der Pelle runter. Und schmeckt bombastisch. Ja. Ehrlich. Und rauchen tut er auch gut, auf jeden Fall. Also die Rauchentwicklung hier draußen ist wirklich eigentlich ganz gut. Wenn wir den jetzt drin rauchen würden, klar wäre die Rauchentwicklung noch ein bisschen stärker, weil jetzt kein Wind wäre. Drinnen haben wir schon Kopf davon geraucht. Da war die Rauchentwicklung bombastisch, also der qualmt sehr, sehr geil, muss ich sagen. Hammer. Ich bin sehr überzeugt von diesem Tabak. Wir haben noch weitere 4 Sorten hier, die ihr entweder schon auf unserem Kanal gefunden habt oder noch finden werdet. Ja. Wir haben einmal den Blue Shock da, wir haben den Lemon Shock da, Peach Shock und Honey Melon Shock. Und die werden wir alle für euch vorstellen. Da haben wir noch nichts von Probe geraucht. Das wird noch alles kommen. Und dann, das war es erstmal für das Review. Ne? Ja. Also wirklich, freut euch auf den Tabak. Lacht euch mal, wenn ihr Doppelapfel-Fan seid, davon eine Dose an. Das Ganze kommt in 200 Gramm Dosen und 1 Kilo Dosen. Für jeden sollte was dabei sein. Ihr könnt den Store auch mal anschreiben, ob sie vielleicht für euch schon die ein oder andere Probe bereitstellen. Ah. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut da rein. Ciao.